bin ein neugieriger Mensch und liebe es zu lernen. Und das bietet mir die Vista. Das heißt, solange ich lerne, bleibe ich auch. Denn Entwicklung und Transformation geht nur, indem man raus aus der Komfortzone geht und Dinge macht, die man noch nie gemacht hat. Ich heiße Magdalena, bin bei der Vista seit 2015 und bin Referentin der Bereichsleiterin Personal, Organisation und Qualität und bestellte Nachhaltigkeitsbeauftragte. Die Zeit in der Ausbildung hat mir die Chance gegeben, unterschiedlichste Bereiche bei der Vista kennenzulernen, was eine Riesenchance ist, weil es da auch die Möglichkeit gibt, die verschiedenen Perspektiven der Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen. Das ist eine wahnsinnig wertvolle Information. Dann war ich einige Jahre in der Eventabteilung und habe da das Team unterstützt und konnte Großprojekte realisieren, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren in der Personalabteilung. Habe begonnen mit dem Nachhaltigkeitsmanagement und jetzt geht's weiter als Referentin mit noch vielen anderen spannenden Aufgaben. Ich bekomme von der Vista Vertrauen, Wertschätzung, Chancen, eine Vollzeitstelle für meine Visionen und gleichzeitig Sicherheit und Coaching und Unterstützung, wenn ich diese brauche. Ich hatte die Vision, das Eventmanagement nachhaltig zu transformieren und in einem Gespräch platziert und dann die Chance bekommen, das nicht nur für die Eventabteilung zu machen, sondern für das gesamte Unternehmen. Und das ist das, was mir die Vista bietet, dass sie meine kleinen Ideen groß denkt. Meine Kollegen und Kolleginnen können mich bei der Vista treffen, einmal natürlich in meinem Büro, aber auch häufig im Flur und in den Workshop-Räumen, da die häufig stattfinden oder da ich häufiger Workshops mache und nicht zuletzt dann in meinem Homeoffice. Das heißt, auch virtuell bin ich viel erreichbar und viel unterwegs. In meiner Freizeit trifft man mich wahrscheinlich am ehesten beim Sport, genauer beim CrossFit, das großen Raum einnimmt. Zusätzlich bin ich politisch aktiv und engagiere mich da ehrenamtlich und sonst wahrscheinlich immer wieder bei neuen Themen, weil ich auch in meiner Freizeit mein Leben genauso gestalte wie auf Arbeit. Das heißt, ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, die mich aus meiner Komfortzone bringen. Jeder Mensch lernt anders und ich liebe es, von Vorbildern zu lernen und zu beobachten, was sie machen und das aufzusaugen und zu adaptieren. Und das ist was, was mir die Vista bietet. Tolle Expertinnen, von denen ich lernen kann und deren Wissen ich aufsaugen kann.